So, ist wieder da? Ist es wieder da oder ist es schon wieder weg? Setano ist noch da. Das ist auch spannend. Also hier läuft alles wieder. Jetzt steht hier wieder alles. Jetzt sehe ich wieder. Herr Dr. Pippi, einen wunderschönen. Diese Kamera schmeichelt dir auch wesentlich besser. Was möchtest du mir damit sagen? Ich fettes Schwein? Das war meine Handycam, Tinker Cave. Verstehst du? Was? Jetzt möchte ich wissen, wie du dich aus der Nummer rausziehst. Würde mich jetzt wirklich interessieren. Was möchtest du mir damit sagen, was nicht mies, gemein und dreckig rüberkommt? Finde, in der heutigen Zeit sollte man meinen, dass man sowas ankündigt. Das Update auf jeden Fall. You mean Darko Parrish? Wer ist denn Darko Parrish? Yeah, there's some... Ja, ich könnte sein Lichtdubel sein. Wer zum Henker ist Darko Parrish? Hau mal ab! Guten Morgen, alte Puppe. Setano, du hast einen vollfetten Bart. Das sollte dich für 60 Sekunden eigentlich rauswerfen. Aber ich befürchte, dass der Bot jetzt gerade wieder nicht an ist, weil ja gerade hier alles hoch und runter gefahren ist einmal. So, würde mal jemand Ausrufezeichen irgendwas eingeben? Ausrufezeichen Triebwerk zum Beispiel. Wir haben einen neuen Code. Also alle Leute, die... Na also. Alle Leute, die irgendwie mal das hier probieren wollten und sowas noch nicht probiert haben, mit dem Code Olli-NEW für New kriegt ihr alles für 30%. Alle anderen kriegen 10% Werbung. Genau, Herr Dr. Pippi. Ein wunderschön. Wie geht es dir, Mann? Ich denke mal, Onkel Pippi ist nach Montagpause morgen früh wieder für euch da, um 7.30 Uhr. Mit einer der langweiligsten Shows am Morgen, die man sich angucken kann. Es ist immer das Gleiche. Ein dicker, bärtiger Mann sitzt vor einer Kamera und... Scheiße. Ja, mach ich auch. Macht Spaß. Und? Toxica, wenn du... oh, wait. Ja. wenn du dein Prime-Sub noch übrig hast und dich dazu entscheidest, das vielleicht hier zu lassen, dann kannst du alle Ausrufezeichen-Commands auslösen, unter anderem auch den Onkel Pippi. Und du kannst dir ein eigenes machen. 0 bis 5 Sekunden schickst du mir dann einfach auf dem Discord und richtige ich dir ein. Ich hänge, glaube ich, nur 5 Wochen hinterher oder so. Ja, also, das Internet ist ausgefallen. Es tut mir leid, ich habe das hier schnell angeworfen. Mit Absicht natürlich den Stream angeworfen, damit man mich fett findet, weil ich mag das. Ne? Aber eigentlich, ich habe das auch nicht zu verstecken. Also, ne? Aber abnehmen tue ich erst wieder. Ausrufezeichen Help? Keine Ahnung. War mein Internet weg? Bei dir alles okay? Mein Internet war auch weg, Ma. Ich denke, das liegt am Chaturm. Ein Bauch kostet Geld. Schön. Oh, Bruder Bergmann. Für dich empfohlen... Ach, hau ab. Bist du noch da? Bergi, bist du noch da? Ehrlich jetzt?
Aber ich würde sagen, ich spreche sie mal auf. Ich weiß ja nicht, ob er da. So, ich bin noch live, also, ne? Alter, das ist so lustig und peinlich. Aber egal. Ich würde sagen, aber wir verschieben das Treffen auf Donnerstag. Ne, denn ich glaube, das geht hier jetzt richtig los und mein Internet ist eh die ganze Zeit weg. Das heißt, wir können wahrscheinlich, zumindest war es jetzt gerade weg. Ich denke mal nicht, dass es das erste und letzte Mal gewesen sein wird. Ja, dann können wir das am Donnerstag alles schön einrichten und regeln. Alles klar, wir können ja gleich nochmal telefonieren. Tschüss, tschüss. Was ist los? Der Bruder Bergmann kommt vorbei, extra, voll geil. Und richtet mir das ein, wie man über einen Server streamt. Ihr wisst, ich habe keine Ahnung, ne? Von nix. Und deswegen kommt er vorbei und mit dem MT zusammen zeigen die mir dann, wie das funktioniert. Und so werden wir ein ganz anderes Streaming-Erlebnis haben, auch mal mit anderen Leuten zusammen, von ganz unterschiedlichen. So wie er das mit MT gemacht hat und in Andalusien und so. Und das ist halt voll geil. Und da freue ich mich tierisch drauf und bin sehr dankbar dafür, dass er das macht. Und warum ein Sixpack, wenn man ein Fass haben kann? Auch korrekt. Amy, mach das. Entschuldigung, dass das Gespräch so untergegangen ist gerade eben. Das tut mir leid wegen dem Internet. Meins ist auch weg gewesen. Durchhalten, wir quatschen bestimmt noch ein paar Mal drüber. Ich finde, das Thema ist ein schönes Thema. Viel Spaß und viel Glück. Toxica. Ausrufezeichen Commands. Du kannst sie alle ausrufen. Danke für das Thank-Egg, liebe Katrin. Du bist obergeil. Dankeschön und für das Olli-Egg. Amy, toi toi toi. Und wie gesagt, können wir gerne mal einen ganzen Stream drüber quatschen. Und überhaupt über solche Dinge finde ich wichtig. Hab kein Prime, geht's auch so. Brauch aber keinen Sound. Alles gut, es geht auch so. Vielen Dank für die Unterstützung. Fühl dich nicht dazu gezwungen, aber vielen, vielen Dank. Und Ausrufezeichen Commands eingeben. Da müsstest du eine Liste kriegen von allen Commands. Is it possible for you to shut the fuck up for 10 seconds? Und wenn du möchtest, kannst du dir auch ein eigenes wünschen. Du kannst dir auch für jemand anderen eins wünschen. 0 bis 5 Sekunden, eine MP3, mir auf dem Discord schicken. Oh, darf ich eigentlich mal fragen, was mit diesen Andalusiern war? Ich folge dir schon eine Weile und höre immer wieder, dass da mal was war, aber ich habe nie mitbekommen, was eigentlich. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Das macht ja nichts. Ich war letztes Jahr bei Streamern zu Besuch, den Andalusiern. Und zur gleichen Zeit wie Martin Kesici. Und danach wollen wir nichts mehr mit denen zu tun haben. Und das hat Gründe. Das ist alles. Warum das so ist, ich habe gar kein Problem damit, darüber zu reden. Aber ich darf es hier nicht. Ne? Also, deswegen, man darf hier nicht schlecht über Kollegen reden oder Dinge erwähnen oder wie auch immer. Deswegen sage ich, das ist ewig lang her, es juckt keinen mehr. Ich wünsche Ihnen alles Glück der Welt, aber ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben und das hat seine Gründe. Genau das Gleiche werden die auch sagen. Insofern ist das so. Ne? Ich denke, wenn du den Martin fragen wirst, der wird das Gleiche sagen. Der Bruder Bergmann wird das Gleiche sagen. Der MT wird das Gleiche sagen. Der Eddie Medler wird das Gleiche sagen. Ich könnte jetzt noch weiterfahren. Aber wie gesagt, alles gut. Wir waren da, haben den Pool genossen. Fertig. Und glaub mir, es ist total egal. Ne? Es ist total egal. So. Okay. Also wir haben es gleich halb. Scotty fragt, alles okay mit dem Rechner? Nee. Es liegt am Internet. Ich denke, es liegt wirklich am Internet. Genau, Dopi, so sieht das aus. Also, wird schon seinen Grund haben, warum so viele Leute der gleichen Meinung sind. Sag mal, wegen Zahnarzt, gehst du da wirklich regelmäßig hin? Ja, Roses, also alle halbe Jahre. Das Lustige ist, was mir... Mama Kuh! Schön, dass du da bist, ich freue mich. Was halt bescheuert ist, ist, dass... ich bin privatversichert und was ich nicht wusste ist, wenn du privatversichert bist, geben die dir nicht automatisch so ein Heftchen.
Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hinterherrennen und mir seit 2000 und seit wann bin ich hier? 2011 war ich immer einmal im halben Jahr da zur Kontrolle und sauber machen und so. Und ich weiß, dass der eine Arzt in Rente ist. Also ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und einmal im halben Jahr sollte man hingehen. Dafür braucht man dann keine dritten Zähne mehr. Der Arzt gestern hat zu mir gesagt, ich habe haben Sie Schmerzen? Und ich so, nee, bla bla bla. Aber machen Sie ruhig das, was sein muss, weil ich würde gerne ohne dritte Zähne alt werden. Da sagt er, bei Ihren Zähnen kann das klappen. Locker. Finde ich geil. Und warum ist das so, weil meine Ma super auf meine Zähne geachtet hat, als ich ein kleiner Kerl war? Ich hatte dir den Link übrigens geschickt. Ich weiß nicht, ob du es Dopi, wie gesagt, gerade ist mein Internet ausgefallen und so. Ne? Das liegt dann bei deiner Versicherung vor. Da müsstest du mal anrufen und nachfragen. Mama Kuh, da liegt gar nichts vor. Ich bin privat versichert. Ne? Also es ist ja nicht so, dass... Es gab zum Beispiel auch Jahre, bestimmt seit 2011, 4 Jahre, 5 Jahre, wo ich gar nichts eingereicht habe an Rechnungen. Ist ja so, pass auf, wenn du privat versichert bist, ist das häufig so, dass du bezahlst und holst dir dann dein Geld wieder. Tinker, bis später. Und holst dir dann dein Geld wieder. Ne? Und es gab bestimmt 4, 5 Jahre, wo ich zum Beispiel bei der Zahnreinigung war für 70 Euro und der geguckt hat, ob alles in Ordnung ist und ich das aber nicht eingereicht habe, damit ich am Ende des Jahres meine Prämie, dann bekommst du 3 bis 6 Monate zurückbezahlt, wenn du die nicht nutzt. Ja, und die müssten alles haben. Dein Zahnarzt muss ja trotzdem abrechnen, was sie an Leistung gebracht haben. Ja, aber wie gesagt, ich war bei einem Zahnarzt, der ist in Rente von 2011 bis 2016, glaube ich. Ist halt schwierig einfach. Mal gucken, ob man das auch irgendwie zusammenkriegt. Wie dem auch sei, ich halte das für eine tolle Idee. Also am 18. bin ich da, dann machen die mir den Zahn neu, den die anderen mir verschandelt haben. Hat er nur gesagt, ey, wir müssen das neu machen, da ist eine Lücke drin und so weiter und so fort. Und da habe ich ihm gesagt, aber wir übertragen das nicht, sondern wir quatschen, ich nehme mal meine Sachen mit und wir gucken mal, wie das aussieht und wie das geht. Und dann quatschen wir darüber und dann kommt eine Reinigung und so eine Prophylaxe irgendwie an 2, 3 Zähnen. Und die senden wir für, damit ihr seht, ich habe tierische Angst vorm Zahnarzt, meine Mutter auch. Aber ihr könnt dann den Zahnarzt fragen. Das ist ein ganz toller Kerl. Also wir haben gestern einen super Eindruck gehabt. Und vor allen Dingen jemand, der sagte, ey, klar, ihr könnt das filmen, ne? Ist doch super. Ich habe von mir aus dann gesagt, okay, ich möchte aber nicht filmen, wie zum Beispiel dann irgendwie was gebohrt wird oder so, denn es kann immer was schief gehen und das möchte ich nicht. Da hat er gesagt, hey, mir macht das nichts, ne? Er hat nichts zu verbergen, hat auch keine Angst, habe ich gesagt, ja, aber ich möchte das nicht. Und wenn ihr dann sagt, also am 18. machen wir die Zeit aus, sagen wir mal dann am 24. wäre ein Zahnarztstream mit Reinigung und so, und wenn dann irgendwie noch was gebohrt werden muss, ihr könnt auf jeden Fall alle Fragen stellen, wenn ihr Angst habt. Ihr könnt alles fragen, was ist. Ich bin keine Frau. Ich war wahrscheinlich, wenn Frauen einmal im Monat zum Frauenarzt gehen, bin ich bis jetzt einmal in meinem Leben zum Männerarzt gegangen und habe mir meinen Puller angucken lassen, ob alles in Ordnung ist. Und ich komme mir total ausgeliefert vor, wenn ich auf so einem Zahnarztstuhl liege. Ich möchte mir gar nicht vorstellen müssen, wie manchmal sich jemand als Frau vorkommt, wenn man die Beine breit machen muss vor irgendjemandem. Und sich, ne, ihr wisst schon. Deswegen finde ich Respekt an alle Mädels und Anerkennung in Gold. Zahnarzt, es gibt kaum, ich bin so ein Angsthase. Däumlinchen, aber dann ist das vielleicht super. Dann schaust dir an, dann siehst du mal, wie das ist, wenn man einfach nur mal drüber gucken lässt und eine Zahnreinigung machen lässt. Und frag ihn alle Fragen.
alle Fragen, die es gibt. Viele haben Angst vor dem Zahnarzt, ich gehöre zum Glück nicht dazu. Dopi, herzlichen Glückwunsch. Mir wurde mal im Krankenhaus ein Katheter gelegt in einem Vier-Mann-Zimmer. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab im Krankenhaus gearbeitet, meinen Zivildienst gemacht. Furchtbar. Aber wenn wir als Kerl meinen, dass es schlimm ist, einen Schlauch im Penis stopfen zu haben und dass das schlimm ist, dann stellt euch einfach mal vor, wir müssten, und bis vor kurzem waren die meisten aller Frauenärzte Frauenärzte, ne? Nicht Ärztinnen, obwohl auch viele Frauen sagen, ich finde das bei einem Mann entspannender. Ich weiß nicht, ob ich das entspannend fände, wenn ich mein Leben lang, solange ich denken könnte, einmal im Monat irgendwie zu einer Ärztin müsste, meine Beine breiten und die guckt genau meinen Puller an, guckt noch in meinen Hintern und was weiß ich nicht was. Also stellt euch das mal vor, Leute. Ne? Es gibt, glaube ich, entspanntere Dinge. Ich war Freitag zur Zahnspitzenresektion. Alter Benni, kannst du nicht einfache Wörter nehmen hier? Zahnspitzenresektion. Weitermachen. Matrixfehler. Zwei weiße Zähne ziehen mit Dämmerschlaf. Jo. War ich aber auch keine mehr. Alle weg. Konnte das gestern aber auch etwas vergessen. Er ist wirklich ein super... Also zumindest macht er einen super Eindruck. Frauen sind so grob einfach. Was meinst du? Und er hat nicht gleich angefangen, uns irgendwelche Leistungen aufzuschwatzen. Fand ich mega. Fand ich auch. Naja, aufgrund von 6-mal Chemo und Bestrahlung am Kopf sind meine Zähne mega schlimm und mein absolutes Schamthema zusätzlich zum Rollstuhl. Liebes Däumelinchen, aber gerade dann solltest du doch hin. Das kannst du ihn ja fragen. Es wird dich keiner sehen. Der nimmt sich Zeit für dich ohne Ende. Da sitzen keine Warteschlangen. Der macht nur nach Termin. Das ist total geil. Na toll, also kein Endoskop. Keine Endos... Onkel Pippi. Als ich mir habe vorsorglich zum ersten Mal in den Hintern gucken lassen, hat der Arzt mich gefragt... Knüppel, moin! Hat der Arzt mich gefragt, ob ich zugucken will. Woraufhin ich ihn gefragt habe, ob er noch alle Steine auf der Schleuder hat. Warum ich mir in den Hintern gucken soll. Er sagte, die meisten wollen zugucken. Dann habe ich gesagt... Schläfer mich ein und weck mich auf, wenn es vorbei ist. Okay. Und nachher hat er mich gefragt, ob ich eine CD davon haben will. Habe ich gesagt, nicht... Oh, was für eine Darmwindung. Oh, dieser anale Eingang. Was soll das? Totaler Bullshit. Hatte lange nicht gedacht, dass Frauen das bei Männern machen. Was? Eine Urologin? Gibt's Urologinnen? Ich weiß nicht. Selten, glaube ich, oder? Hatte letztens eine Entzündung im Zahn mit Wurzelbehandlung. Reicht eben mehr, Viri, glaube ich dir sofort. Bei den Untersuchungen ist es mir unangenehmer als beim Gynäkologen. Okay. Ja, kann ich auch verstehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das toll fände, wenn ein Typ an mir rumfummelt. Fände ich wahrscheinlich eine Frau auch interessanter. Also entspannender. Stimmt. Also wenn ich genäht oder operiert werde, dann möchte ich zuschauen. Okay. Also der Arzt hat gestern gesagt, es gibt, bei mir ist es nicht nötig und bei meiner Mama, aber es würde bei ihm auch die Möglichkeit geben, einschlafen, die machen dich fertig, du wachst auf und alles ist gemacht halt, ne? Würde auch gehen, Däumelinchen. Klar gibt es Urologin, finde ich auch geil. Urologin, ja. Ich muss also, ich wollte im letzten Jahr, zu den ganzen Vorsorgeuntersuchungen und so, und dann halt Pandemie, ich fühle mich auch nicht gerade wohl in Arztpraxen, muss ich sagen. Ich finde, der Zahnarzt macht das super, nur nach Termin, da ist keine Warteschlange, da sitzen keine 15.000 Leute im Wartezimmer, man fühlt sich sicher, das ist schon in Ordnung. Herr Dr. Bergmann, guten Morgen. OOCD, wette, du bist auf ihn... entsprechend Portalen jetzt zu finden, das schwarze Loch. Featuring Olli. Jetzt können sich alle meine Darmwinde angucken, das kann, sag ich dir aber. Aber bei der OP, wo der Tumor entfernt wurde, wurde leider nicht gefilmt. Ich hätte gerne meinen offenen Kopf gesehen. Ja, das, also ich habe offene Köpfe gesehen und so, ne? Je echter es ist, desto unwirklicher sieht's aus. Glaub mir.
musst du eine Magen-Darm-Spielung jedes Tag. Ist das dann hier? Aber wird das nicht. Kann man das nicht beides betäuben lassen? Guten Morgen, Dampfer. Ich hatte mal eine Analfistel, die musste ausgedrückt werden, hat ein Arzt gemacht, aber die hübscheste Schwester aus der Praxis durfte mir die Arschbacken auseinanderhalten. Glaub mir, ich habe mich noch nie so sehr geschämt. Allein der Satz. Also, dass ich mal im Internet sitze und vor 100 Leuten plus streame und mir ein wundervoll 53-jähriger alter, nerdiger Sack zärtlich den Satz rüberschreibt und dann durfte mir die Schwester die Arschbacken auseinanderhalten und mir wurde die Analfistel ausgedrückt. Der Eiter spritzte bis auf die Brille vom Doktor und ich fühlte mich so richtig befreit. Das hätte ich nie gedacht. Aber ich fühle mich ein bisschen geil gerade. Ne? Es wird gleich erstmal ein bisschen selbstbefriedigt, würde ich sagen. Danke, Onkel Pippi, für so viel Sextalk am Morgen. Glaub mir, schlimmer wurde es nicht mehr. Ich glaube, dass das ganz schlimm ist, aber ich glaube, dass wir dadurch auch einfach mal nachvollziehen müssen, was Mädels mitmachen. Ne? Also das ist für Jungs, gerade auch im jungen Alter, die auf Mädels stehen und irgendwie da ficken, denken, ne? Was die ab frühem Alter schon ständig für Untersuchungen mit sich mitmachen müssen und so. Ne? Also Respekt und Anerkennung in Gold, kann man dazu nur sagen. Außerdem bluten die jeden Monat einmal. Das kommt auch noch dazu. Mir kam die OP am Freitag wie 10 Minuten vor durch den Dämmerschlaf. Gedauert hat es knapp eine Stunde. Ich habe meine Weisheitszahngeschichte schon erzählt. Das war eine Katastrophe. Ich habe jetzt keinen Bock, sie zu erzählen. Es war schlimm. Und das größte Massaker, was jemals an mir stattgefunden hat. Und das Blut, ich glaube, ich habe von mir selber einen Liter Blut geschluckt. Das war widerlich. Das war schlimm. Nein, aber deswegen, guck mal, wenn die Mamaku Zahnarzthelferin gelernte ist, oder was war das gerade? Ich habe meine Gynäkologin quasselt so viel, dass ich mehr damit zu kämpfen habe, Luft zu bekommen beim Zuhören. Okay. Ja, also ich finde das auf jeden Fall eine gute Idee. Dann können die Leute Fragen. Wir brauchen auf jeden Fall da ein paar von den Mods am Start, weil da kann ich nichts machen. Und ich möchte nicht, dass die Zahnärztinnen und Ärzte dort beleidigt werden, die sich extra, die das mitmachen und die Fragen beantworten und so. Aber ich halte das für eine gute Sache. Also wie gesagt, am 18. gehe ich hin, dann wird mein Zahn hier gerichtet durch den Scheiß, den die da gebaut haben. Das ist auch lustig, ne? Mein Zahnarzt hat mir gestern gesagt, du kannst mit der Rechnung, die ich dir dafür stelle, zu dem Zahnarzt gehen und sagen, hier, bitteschön. Musste neu gemacht werden durch eure Scheiße. Das mache ich. Ich bin gespannt, was passiert. Oder ich sage das auf jeden Fall meiner Krankenkasse und die holen sich das dann wieder von denen. Das fände ich auch geil. Das ist ein bisschen was anderes, wenn Olli das macht oder eine Riesenversicherung. Und am 18. bequatschen wir dann, wann wir halt die Reinigung machen. Ich schätze, das wird dann die Woche drauf sein und da werden wir dann von streamen. Bin ich gespannt. Zahnmedizinische Fachangestellte aus Japan oder japanischer Art oder was? Ich fand das lustig. Entschuldigung, manchmal muss man sich auch über seinen eigenen blöden, dämlichen, saftsäckigen, möchte gern lustigen Scherz lustig machen. Danke. Ich bräuchte so einen Zahnarzt, der alles mit Vollnarkose macht. Soll es ja. Habe ich doch gerade gesagt, Kodimann. Habe ich doch gerade gesagt. Das macht er auch. Er sagt, bei mir ist das nicht nötig. Und er sagt, wenn wir es so machen können, dann so. Aber der macht das auch. Aber das kannst du ihn ja dann auch alles fragen. Du kannst ja sagen, was du hast oder ob du erstmal vorbeikommen willst. Oder ob man das vielleicht auch online machen kann. Oder
Ne, aber es geht alles. Und wieso finger ich an meinem Brötchen rum? Man weiß es nicht. Und dieses Brötchen fühlt sich an wie eine warme Analfistel im Morgen. Ach, Onkel Pippi, da träume ich doch jetzt von. Es ist ein bisschen geil, aber ich träume davon. Ich möchte keine Werbung machen, aber ich blogge ja bewusst Ettonane. Ich weiß nicht, ob Olli mein Geflüster noch gesehen hat. Däumelinchen in ein Lustbrötchen. Geil. Däumelinchen, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gestern zum Beispiel den ganzen Tag nur telefoniert, weil ich halt Sachen mit der Art und Games regeln muss, einfach. Und ich habe ganz viele Flüsternachrichten, die ich noch lesen muss. Es ist so furchtbar. Und auf dem Discord auch ganz viele Nachrichten noch, die ich lesen muss. Das habe ich gestern gesehen, weil ich durchgegangen bin, um zu gucken, ob meine Sponsoren mir geschrieben haben. Aber sie schreiben nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Oder irgendwas ist verloren gegangen. Oder irgendwie. Muss man mal schauen. Oh, Augenreiben. Leute, wer von euch kennt Augenreiben? Oh. Oh, Augenreiben. Alle mal mitmachen. Alle mal Brille ab, wenn da. Kontaktlinsen raus, wenn da. Und ansonsten einfach mal gehen lassen und mal entspannt die Augen reiben. Oh, ist das geil. Oh, kennt ihr das? Oh. Geil, oder? Mein Salatsprobi ist nicht unbedingt besser geworden, als ich in der Wurzel war. Scotty, aber komm auch mal mit, der ist super, ohne Scheiß. Gar nicht meine Absicht zu stressen, tut mir leid, du stresst nicht. Alles gut. Ich kenne nur Käsereiben. Oh, kein Scheiß, hatte die Augen in dem Moment gerieben. Geil, oder? Schnurzpiep, Mäusen. Guten Morgen. Okay. Beim nächsten Mal werde ich mich mal erkundigen, wer das hier macht. Was? Kodimann, wo kommst du her? Ich weiß, hast du bestimmt schon erzählt. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Das hättest du aber gemerkt, hättest du die Kanüle eingeatmet. Scotty, wir gehen einfach zusammen. Nockzelt der und ich die andere. Okay. Hatte doch an deiner Stimme, dass ich wieder ins Internat möchte. Es ist soweit, am Mittwoch darf ich wieder. Herzlichen Glückwunsch. Als meine Tochter früher noch Probleme mit dem Einschlafen hatte, habe ich immer ihre Augenbrauen leicht massiert. Zack, schnarcht. Halt! Wer schreibt? Nochmal eine Frage, zu was wolltest du dich vorhin nicht äußern? Hab's vergessen. Frage für einen Freund. Ich weiß nicht, was du meinst. Du musst schon, was sagen. Bin auch ein Riesenschisser, das ist ja scheißegal, wie alt man ist. Du darfst doch Schiss haben vor dem Zahnarzt oder vor einem Schlangen oder vor Spinnen oder so. Das ist halt so. Ne? Jeder hat seine Gründe für sowas. Ne? Richtig schlimm sind Zahnschmerzen, die gar keine sind. Nennt man Phantomschmerzen. Ich leide darunter, kommt von den Kieferhöhlen. Das ist aber scheiße. Amy, herzlichen Glückwunsch. Aus Bremen. Naja, Bremen ist doch um die Ecke, Cody. Kommst du rum? Pets auf dem Balkon, stellen wir dir ein Zelt auf. Zahnarzturlaub in Essen. Zu irgendwas würdest du gerne deine Meinung sagen, aber darfst nicht wegen Twitch. Naja, es gibt mehrere Sachen. Ne? Es gibt die Kommunikation mit Twitch ist bei mir so schlecht und ich kann nicht darüber reden, wie ich will, weil ich nicht darf. Das kann sein. Dann hat jemand vorhin gefragt nach den Andalusiern. Da kann und will ich nicht drüber reden. Was gibt's denn sonst noch? Ansonsten können wir eigentlich über alles reden. Wir können ja auch Kritik an Twitch anbringen, aber und wir können natürlich auch sagen, dass es manche Kollegen und Kolleginnen gibt, die nicht so mein Fall sind und so. Aber ich kann hier nicht irgendwie sagen, ich mag die und die nicht, weil das und das und so weiter und so fort. Ne, da gibt's dann andere Mittel und Wege. Oder halt, man lässt die einfach die Leute sein. Ich verstehe auch nicht, warum Leute hier noch reinkommen. Für mich ist es immer so ein Zeichen dafür, dass andere Leute
irgendwie noch Stress schüren möchten, wenn Leute hier reinkommen und mich danach fragen. Weil viele Leute, die hier am Start sind, wissen gar nicht mehr, was wir jetzt letzten Juli gemacht haben oder so. Ne? Und nein, es ist mir auch nicht so peinlich, den Namen in den Mund zu nehmen. Das ist halt so. Ne? Ich war nun mal letztes Jahr im Juli bei den Andalusiern mit Martin Kesici und das war's danach. Das hat schon seine Gründe und fertig. Ne? Aber dass wir uns da kennengelernt haben und dass das da cool war in Andalusien, das ist so, wie es ist. Eigentlich aus Neuss fast um die Ecke mit wegen der Arbeit nach Bremen gezogen. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ist im Grunde auch völlig egal. Es geht niemand etwas an, was war. Das ist korrekt. Ich möchte halt nur mal dazu sagen, es gibt Menschen, die haben behauptet, auch in ihren Streams, dass sie sich den Namen Arten Games haben sichern lassen. Und dass es ihnen eine Freude sein wird, zu sehen, was passiert, wenn man dann irgendwann Rechte anmeldet. Da ist die Urkunde. Mein Name, meine Wortmarke und Marke gesichert. Das sollte Leuten schon einiges zu denken geben, was den Wahrheitsgehalt von manchen Leuten angeht. Das gebe ich einfach nur mal so mit. Und wenn es irgendwie 5 bis 10 Leute gibt, die sagen, sie möchten mit anderen Menschen nichts mehr zu tun haben, hat das schon seine Gründe, glaube ich. Aber dazu bin ich mir nicht zu schade, das zu sagen. Und das war's auch. Das ist aber auch nicht wichtig. Ein ewiges Thema leider. Ja, es nervt mich auch. Aber ich kann es halt ja auch verstehen, wenn Leute fragen, was ist denn los? Aber was soll ich sagen? Und irgendwann ist dann halt gut. Wenn jetzt alle 5 Minuten fragen, um was geht's? Du hast vor 30 Minuten gesagt, bla bla bla, um was geht's, bla. Wenn das Hauptthema hier ist, mache ich einen Stream aus. Habe ich gar keinen Bock drauf. Dazu gebe ich dann gewissen Parteien zu viel Plattform hier. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und nochmal, das ist gar kein Thema. Null. Das wird nur zum Thema, wenn irgendwelche Leute wieder losgeschickt werden. So macht's zumindest den Eindruck. Und halt hier möchten, dass irgendwie was hier rausrutscht, damit man uns Ärger machen kann. Nur dann passiert das. Oder wenn halt irgendwelche Dinge gesagt werden, zu denen ich mich äußern muss. Dann ist das halt auch so. Ne? Wie zum Beispiel dazu. Ne? Wenn man mir sagt, du, es wurde erzählt, dass sich jemand den Namen Arten Games hat sichern lassen. Und ich sage, im Leben nicht. Und dann halt einen Lügner überführen. Bitteschön. Besser geht's nicht. Ne? So dunkel. Frau Corleone, einen wunderschönen guten Morgen. Können wir auf ein positives Thema wechseln? Natürlich können wir. Da ist das Lustbrötchen wieder. Ist schon ein bisschen geil. Das riecht so lecker. Das Lustbrötchen. Freitag, Samstag Stream wird geil. Buzzy auf jeden Fall. Ich freue mich auch drauf. Wie so ein Brötchen. Es wird lustig. Freitag ist meine Mama da. Samstag ist Becky da. Freitag... Ich habe zwar geschrieben, wir fangen um 8.30 Uhr an, aber das weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass wir am Freitag ein bisschen später anfangen, weil ich am Freitagvormittag noch 1-2 Sachen erledigen muss, eben schnell. Und ich weiß nicht, wann die Läden aufmachen, die aufmachen. Du hast Knack- und Backbrötchen. Ja, die, also sie sind schon sehr lecker. Ich verstehe die Größe nicht, aber gut. Und aber es wird sehr lustig am Freitag und am Samstag. Am Freitag habe ich Geburtstag, am Samstag feiern wir raus. Das wird schon geil. Heute Abend ist zum ersten Mal Mystery Nights. Wenn das Internet mitmacht. Wenn das Internet nicht mitmacht, ist nicht zum ersten Mal Mystery Nights. Aber bis jetzt hält's ja. Wir schauen einfach mal. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich werde mal schauen. Es ist jetzt 10. Wo gehen wir denn mal hin?
Ah, der Kameraturm war noch an, hm? Weil er sich ja gerade alles abgeschossen hat. Das ist ja spannend. Ihr habt gar nicht gemerkt, dass der Ton ein Unterschied war. Aber ich habe auch nichts gesagt. Insofern, ich habe auch nichts gesagt. Da. Ich denke, wenn wir von mal so ein Video da machen, da können wir jetzt. Eigentlich wollte ich den mal anrufen. Also lernt schon so ein Mehrspieler vielleicht. Aber ich weiß genau, wenn ich. Ich gebe mir das an. Cooler Kerl. Aber dann wird es erstmal nicht gezockt, weil ich. Valhalla. Leute, entschuldigt für den Ausfall. Heute Abend, wenn alles funktioniert, das erste Mal Mystery Nights. Das Schöne war bei Valhalla, du konntest jetzt endlich immer das Design von deinem. Was ist hier los? Funktioniert das? Stücken von den Waffen. Wieder komplett auf Gift gegangen. Alles auf Gift gespielt. Gift und Tempo. Habe ich komplett schwarzes gezeigt. Aber wie so ein Schurke. Wie mein Schurke. Also, wahrscheinlich bis heute Abend, wenn das Internet hält. Ansonsten morgen. Ich höre nicht so leise. Weil ich da hinten sitze und das Mikro da vorne steht. Ich sage. So, was haben wir denn hier? Was haben wir das? Das kann zu.